Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Challenge Projekt auf dem Zweisternhof mit dem gegen den Mikado Place XD. Hallo. Mit dem Zayden und dem Sepp als LU. Hallo. Hallo. Servus. So, Countdown läuft weiter. Wir sind bei 5 angelangt. 5 Folgen fehlen noch bei der Challenge auf dem Zweisternhof. Uiuiui. Ja. Wir geben noch ein bisschen Gas, damit wir das alles rechtzeitig hinkriegen. Und die Aufgaben sind noch klar soweit. Na. Okay, dann muss Mikado danach bessern. Aber sie können das einfach nichts machen, Herr Sepp. Weil der Mikado braucht eigentlich keine Hilfe, hat er mir vorhin gesagt. Das habe ich nicht so gesagt. Ach komm. So, dann kann sich der Sepp ja mal um die Entästung kümmern. Ne, dann müsst ihr tauschen. Ich würde dann mal tauschen. Dann kann der Sepp mal hier im Forst weitermachen, weil wir die Lexi jetzt ein bisschen zu sollen. Ha, ich hab sogar jetzt ein Aufgriff. Gut, dann wechselt der Gerhard zum Mikado und der Sepp macht bei mir weiter. Ja, was muss ich da? Bäume fehlen und NDS entlasten. Ich zieh dich gerade mal mit runter. Okay. Ja, was muss ich jetzt bei Mikado machen? So, also hier die Bäume, die paar, die hier noch stehen. Ja. Fällen mit dem Traktor, der hat vorne eine Säge dran und entasten. Bitte Fallrichtung nach hinten, also zum von hier zum aus. Hang. Zum Hang, genau. Dass ich die einfach wegziehen kann. Okay, supi, danke. Ich ziehe sie gerade wieder hoch. Ja. So, 5 Folgen haben wir noch. Und dann ist die Challenge abgeschlossen. Ich werde jetzt hier gerade noch ein paar Bäume wegmachen, nicht alle. So viel Zeit werde ich nicht mehr haben. Und ich muss natürlich heute, glaube ich, auch selber nach dem Drescher gucken. Dass das alles vorangeht. Die haben wir schon mal. So, lag da oben noch ein Baum? Ich glaube nicht. So, ich helfe gerade mal mit beim Entasten, ist mir ja wurscht. Vom Preis her, die können locker nachher wieder einen Tausender haben. Geht nur darum, dass die Arbeit schnell vorangeht. Gut. Ja, das ist immer das Doofe, dass die Bäume hier nicht weggehen. Vielleicht kriege ich ihn so rübergezogen. So, Drescher muss man wieder abtanken, war ja klar. Gut, Anhänger ist auch gleich voll, das heißt, wir haben nochmal so 30.000 Gerste mehr. Dann sind wir fast bei 200.000. Ich hätte gern meinen richtigen Traktor, den hier. Jetzt bleibt er beim nächsten Baum stumpf hängen. Na? Warum kann er den jetzt wieder nicht anhängen? Was ist denn los hier? Jetzt.
Ping. Ja, da bin ich wieder. Nö, das hat aber eine ganze Weile gedauert. Ja, ich musste erst noch gucken, was ich jetzt als Auftrag nehme, weil ich hatte verschiedene, aber wusste nicht, ob das geht. Und dann musste ich erst mal gucken selbst. Na, jetzt habe ich aber einen. Gut. Oder nicht so gut, je nachdem. Sind Sie denn, haben Sie denn viel Gerste oder eher wenig? Weiß ich gerade gar nicht. Wieso? Keine Ahnung, ich möchte so meine Chancen ausrechnen, ob ich das Ziel erreiche oder nicht. Ah, kommt rüber. Komm, jawohl. Ich muss selbst gleich mal gucken. So, jetzt. Wow, ich habe bei meinem Feld geguckt, wie viel das gedüngt ist. 2% gedüngt. Das ist aber nicht so viel. Was ist denn jetzt los? Alter, jetzt habe ich so geleckt. 2% gedüngt. Oh, da waren 3%. Wieso denn das? Warum so wenig? Ja, ich habe doch vergessen zu düngen. Ach so. Aber ich glaube, man konnte, wenn es gewachsen ist, trotzdem noch düngen. Nee. Ich meine schon. Man konnte da trotzdem noch düngen. Nee, seltsam. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade echt nicht. Ja, was ist denn da los? Da ist ein Baumstumpf mittendrin im Gestrüpp. Schade. So, weiter geht's. So, jetzt läuft es hier, glaube ich, mal richtig gut. Der Set macht seine Arbeit wirklich hervorragend. Den kann man für alles einsetzen. So muss ein LUler arbeiten. Der arme Segen. Das ist ja nur eine Feststellung. Ja. Oh! Da ging was schief. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Nichts. Mein Traktor wollte sich schlafen legen. Also, ne. Ja, wer müde ist, muss schlafen. Ja, gar nicht. Muss mal kurz zum LU dann. Klopf, klopf. Ja, hallo. Hallo. Das passt dann so. Die Bäume, die sie jetzt noch gefällt haben, entasten. Und dann okay. War's das. Danke. Mhm, passt. So, da bin ich wieder. Gut. So, ich ziehe jetzt die letzten Bäume raus erstmal und dann schauen wir mal, was wir weitermachen. Dann habe ich das Waldgrundstück hier so weit abgeerntet. Oh, schon wieder. So, wir sind tatsächlich im Endspurt jetzt. Ja, schon wieder. Heute ist ja schon Mittwoch, so meinte ich das. Heute ist ja schon Mittwoch, bis nächste Woche Dienstag wird es noch Folgen von der Challenge auf dem Zweisternhof geben. Und anschließend wird es ein paar Tage Pause geben. Werden wir ein paar Tage Pause haben und ab dem 27.05. wird es dann das RP-Projekt geben. Wird es dann erst rausgestellt oder wird es dann gegeben? Am 27.05. wird man die erste Folge veröffentlichen. So ist der Zeitplan.
über. Kann ich die nächste Ladung Bäume holen? Beziehungsweise die letzte Ladung Bäume. So, jetzt bin ich mal gespannt. Moment. Nicht verkaufen. Bitte nur ein Silo. Wo ist der? Beim Hof. Ja. Passt. In das große Silo. Das kleine ist schon voll. Nicht verkaufen, sonst verliere ich doch. Dann kann ich das Ziel vergessen. Wir müssen 250.000 Gäste haben. Achso, ja. Entschuldigung. Da war doch was. Ja, ging ja gerade nochmal gut. Okay. Und dann. Ah, das Feld 3 ist jetzt fertig. Okay, dann auf Feld 1, da müsste gedüngt werden können. Feld 1 düngen und wenn es geht, danach auch Feld 7. Mit anderen Maschinen oder eigene? Ja, habe ich einen Düngestreuer? Der Drescher muss nochmal abgetankt werden. Ja. Wenn ich hab, dann mit meinen Maschinen. Wenn ich nicht hab, dann mit ihm. Ja, ihre. Okay, pass. Ja. Aber ich glaube, der Düngestreuer hat Dünger drin. Das mache ich. Danke. So, gerade nochmal gut gegangen hier. Hä, wo kommt man denn? Okay. Wollte der Sepp meine Gäste verkaufen? Und ihn zum Glück davon noch abhalten. Also nee, das kann der ja gar nicht machen. Was? Darf ich einfach verkaufen. Ist er jetzt schon rauf? So. Es ist wieder suboptimal. Ja, nee, nicht wahr, oder? Ja. Herr Sepp? Ja. Stellen Sie bitte die Arbeit bei mir ein. Ja. Sonst wäre es wieder etwas unfair, da ja dann nur ein LU für mich arbeitet. Ich hab dem Auftrag gegeben, der hat nicht mal eine Ladung weggefahren. Dann machen Sie einfach kurz bei Mikado weiter, Herr Sepp. Ja, passt. Nee, komm. Okay. Doch. Der kann ja nicht sein. Was muss ich tun? Die Silage wegfahren, bestimmt. Nee. Nicht? Ich denke, er weiß, was er zu tun hat, oder? Gäste verkaufen. Die hohe Perlen beim Pferdehof verkaufen. Jo. Lieber okay. Die Gerste verkaufen, ist besser. Ja, hier, ich verkaufe die Gerste, ja. Wie machen Sie das doch? Das. Nee. Bringt bestimmt viel ein. Konnte ich gerade noch abwenden. Hä, warum fährt der jetzt rückwärts? Ich verkaufe noch ein paar Bäume. Oh, scheiße, das hab ich nicht gesehen. Hab ich nicht gesagt und dann sagst du es noch dreimal. Shit. So, Moment. Der letzte Baum, der will nicht. So. Gut, dann müssen wir das so machen. Gut. Ich bin zufrieden mit meiner Ausbeute heute. Ich nicht. Unser Konto wächst obwohl, wieder. Ja. Oh, was ist das? Ich hoffe mal, dass ich jetzt alle Bäume hier rausgezogen habe. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich das lohnt. Das lohnt sich nicht. Ah, denke ich auch. Ich keine Ahnung. Ja, nee. Eigentlich hast du recht, das lohnt sich nicht.
Ich hab keine Ahnung, was du vorhattest, aber. Wie heißt der hier? Sepp, ne? Ja. Der hört dich auch, der ist hier im Channel. Oh. Kann ja mal passieren. Ja, was ist? Könntest du die Arbeit einstellen? Denn ich habe gerade bemerkt, dass sich das echt nicht lohnt, das zu verkaufen. Ja. Und dann habe ich jetzt, glaube ich, was anderes mit den Ballen vor. Gut, Varuna, Sie können den erstmal haben. Ich brauche heute keine Luna. Das hört sich auch so komisch an. Sie können das haben. Ich bin schon durch mit meinen Aufträgen für heute und die Folge ist auch durch. Meinst du, wir schaffen es nochmal in den nächsten Folgen bis 21 Uhr zu kommen, so nochmal einmal vorspulen können? Denke ich schon. Also wir sind jetzt am Ende der Folge. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like, Abo oder Kommentar da. Oder alles. Das ist alles. Und bis morgen 14 Uhr. Macht's gut, haut rein. Ciao. Tschüss.